Pepper ist ja eigentlich zu mir gekommen, weil meine Schwester immer einen Hund haben wollte. Und ich mehr und mehr mich um den Kleinen hier gekümmert habe und sie mehr arbeiten musste. Und ich konnte Pepper nie mitnehmen in den Verlag, wo sie tätig ist. Und deswegen ist der Pepper dann mehr und mehr zu meinem Hund geworden. Ja, im Endeffekt haben wir das ja, Pepper, nicht auch dir zu verdanken, dass wir hier sind, weil ich durch dich den Gregor kennengelernt habe. Und das ganze Thema Hunde, Hundenahrung, ja, durch dich angestoßen wurde. Ich habe mich im Internet schlau gemacht, habe geschaut, was könnte ich Pepper Gutes tun, weil ich selber auch irgendwie das Gefühl hatte, dass ich ihn einfach irgendwie nicht wirklich richtig ernähre. Ja. Und der Kontakt zum Gregor war einfach sensationell. Jetzt regelmäßig hier zu sein im Bayerischen Wald mit den Schlittenhunden in der Natur. Ich glaube, das ist einfach, wir können Pepper keinen größeren Gefallen tun. Das glaube ich auch. Und man sieht es ihm auch an. Schon alleine, wenn du hier ankommst und er losfiebt und heult und alles untersucht, er ist einfach nur glücklich. So wie er momentan glänzt, er sieht wirklich gut aus. Ich denke, das hat auch schon was damit zu tun, dass wir momentan so stark darauf achten, dass er wirklich artgerecht ernährt wird und dass ich jetzt nicht mehr dieses Hundefutter, dieses Trockenfutter fütter, was wir ja über Jahre eigentlich gemacht haben. Wenn man so mal untersucht, was in dem Futter drin ist heutzutage, ne? Gerade in dem Trockenfertigfutter, also ein Großteil, bald bis zu 80% des Eiweißes, was er der Hund braucht, sind Getreideeiweiß. Ne? Ja. Und der Hund ist ja nun doch genetisch noch eng verwandt mit dem Wolf. Und jetzt frage ich Sie, haben Sie schon mal einen Wolf Getreide fressen sehen? Das sind große Unverträglichkeiten. Und die Kothaufen, die Hunde absetzen, sind gewaltig, riechen auch noch gut und werden deswegen, weil es zum Teil ja noch unverdaut ist, von den Hunden noch gern wieder gefressen. Aber wie Sie sagen, die Allergie, das ist ein zunehmendes Problem. Und Änderung der Fütterung bringt da schon gewaltig viel. Heute gibt es Karotten, Kartoffeln, Brokkoli und es gibt Rindfleisch, pures Rindfleisch. Dann gibt es noch ein bisschen Petersilie dazu für die Hunde und dann gebe ich noch so einen Naturkräutermix mit rein. Also Karotten und Brokkoli nehme ich deswegen, weil die erstens einen extrem hohen Kaliumanteil haben und sehr vitaminreich sind. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, dass wir genau diese Mischung, die jetzt da drinnen ist, auch in unsere Gemüsewurst reinpacken. Weil so ist für die BAFA dann an sich viel einfacher, den Hund zu füttern. Wichtig ist auf alle Fälle bei der Hundeernährung, dass wir so unterschiedlich und so abwechslungsreich wie möglich füttern. Also wir entscheiden uns immer dann für eine Proteinquelle, entweder es ist Huhn oder es ist Rind oder es ist Lachs oder es ist Lamm oder es ist Ziege oder Pferd, wie auch immer, aber es sollte halt im Endeffekt nur eine Proteinquelle in der Nahrung sein. Der Wolf, der reißt ein Tier und frisst es. Ne? Was ist in dem Tier drin? Da ist Fleisch drin, da ist Muskulatur drin, da ist der Magen drin, Teile vom Mageninhalt, da sind Knochen drin, da sind Sehnen drin, die ganzen Mineralstoffe, der Hund braucht sonst nichts. Ne? Und natürlich können Sie jetzt nicht hergehen und eine Ziege schlachten und den Mund vorwerfen, nicht? Aber man kann das vernünftig aufbereiten. Barfen ist der große Überbegriff und diese Futter sind eigentlich ausgeprägt, wirklich mit allem versehen, was ein Hund braucht. Ne? Also ich würde dazu tendieren, den Hund natürlich zu ernähren. Und es zeigt sich auch in Erfahrung, wenn Hunde umgestellt werden, gut, das dauert schon ein paar Wochen, das geht nicht von heute auf morgen, Sie füttern nicht heute einem Hund das neue Futter und morgen kratzt er sich nicht mehr. Das dauert ein paar Wochen, aber die Erfahrung zeigt, dass die Hunde gesünder werden dadurch. Natürlich ist es so, dass ich nicht jeden Tag mich hinstellen kann in die Küche und kochen kann, weil es gibt halt viele berufstätige Menschen, es gibt viele Menschen, die unterwegs sind, die auf Reisen sind, die auf Urlaub sind. Und nachdem wir angefangen haben mit diesem BARF, mit diesem Rohfüttern, war es für uns auch suboptimal, wenn wir lange auf Rennen sind und dann haben wir uns entschieden, aus diesem gesamten Ding, was man jetzt da sieht, ja, eine Nassfutter-Variante zu entwickeln. Und die Nassnahrung bei uns, die schmeckt halt nach frischem Fleisch, weil der Kunstdarm keinen Eigengeschmack hat. Und das ist super easy. So, nimm mir das und schmeiß so viel weg und nicht wie bei manchen anderen, die halt dann wochenlang oder tagelang stapeln und Dosen stapeln, auswaschen müssen, schauen müssen, dass da ja nichts drinnen ist und dann müssen sie es einfach wegfallen. So schaut die dann innen aus. Das ist eben Reis, Karotten und das Geflügelfleisch.